Herr Hoxton ist soweit schon fast fertig. Jetzt gehen wir mal eben schnell runter und machen noch die letzten Sachen unten. Damit er das auch... Wo sind wir denn hier? Ach, hier. Damit er das auch eben... So, Herr Hoxton, Sie dürfen... Ja, ich habe da eine habe ich hier in der... Okay. Da muss ich ja auch noch mal eben schnell hier hinstellen. Den Zementmischer brauchen wir auch? Also hier diesen Aufsatz? Wir brauchen wahrscheinlich alles. Okay. Soll ich denn schon mal Fertigbauelemente holen oder warten wir erstmal den nächsten Abschnitt erstmal ab? Ne? Ich mach mal eben hier die Ladung fest. Ich fahr den mal ein bisschen weg hier. Ich weiß ja nicht, was jetzt... Der neue Ausschreibung. Was haben wir jetzt wieder? Dann wahrscheinlich wohl gleich schon in den Dings einsteigen und den auch frei machen. Hm. Ja, oder der steht da und dass er keinen stört, weil gerade ging es auch. Haben sie so gut hingestellt, Herr Hoxton, dass der uns beim Bauen gar nicht Probleme bereitet. Aber das Gebäude wird wesentlich größer. Wir brauchen wesentlich mehr Trockenbauelemente als beim letzten Mal. Können wir wahrscheinlich mit zwei Zugmaschinen dahin fahren, Herr Hoxton. Gut, dass wir zwei Zugmaschinen haben. Was machen Sie da? Noch das weniger, was Sie jetzt gerade sagen. Ich glaube einfach, dass wir das Problem haben werden. Wir brauchen auch dann ja, zwei Zugmaschinen. Müssen denn noch eine Zugmaschine kaufen? Ja, aber mit der können. Ja, mit der können sich doch nicht bewegen. Ja, ich mach das schon, Herr Hoxton. Nein, um die Elemente hier hinzuschaffen, werden wir das schon hinbekommen. So, warten Sie. So, fertig. Mach den Baustellen, der Haken muss weg. Nur der Haken von Ihrem Kran. Wir gucken uns das mal gleich an. Wow, da sind schon wieder eine Etage drauf. Wunderbar, Herr Hoxton. Jetzt brauchen wir die Elemente. Wollen Sie das gleich machen mit den Elementen? Ich komme mal runter vom Kran. Besorge 8-mal Fertigwand. Aber wir brauchen im Abschnitt 4 auch. Ach nee, da muss gegossen werden. Okay. Und dann nochmal zwei trocken. Achso, Baustoffe. Muss mal die LKWs hier wegholen. Ja, das machen Sie. Ich hole die Elemente. Jetzt? Ach, ja, ich mach oder schon. Nicht? Fahren Sie ab. Fahren Sie einfach. Okay, ich nehme mir ein Taxi, ne, Herr Hoxton? Bis später. So, Freunde. Wie war das denn nochmal mit dem Abkoppeln? Ja, Heide, nein. Das jetzt nochmal wüsste. Ah. Dann fahren wir mal da zu dem Elementefritz. Ich weiß gar nicht, wo wir mit dem können wir auch. Nummer 8. 8 Teilchen, ups. Gar nicht gemacht. Das haben wir gar nicht. Das war nicht so. Wenn ich mich noch richtig entsinne, war das oben auf dem Burg. Irgendwo hier oben. Wenn es mich nicht täuscht. Ja, da war die, glaube ich. Ups. Kann man nicht von hier auch ran? Nee, müssen wir von vorne rein, okay. Dann fahre ich mal in die Fabrik und bestelle uns 8
Elemente. Ja, so von ganz unten rauf. Krass, aber. Okay. Fast die Rita ungefähr. Aber die Rita, die kann das ab, glaube ich. So, dann gucken wir mal. So, was brauchen wir jetzt genau? 8 Fertigwand. Okay, 8 Fertigwand. Dann müssen wir mal gucken. Ach, da ist doch. Der Thomas. Oh, der Thomas hat heute Schicht. Nee, doch nicht. Sah von weit. Sie sahen aber von Weitem so aus. So, wir brauchen 8 Fertigwand. Sehr schön. Und dann fahren wir die mal dahin. Ladung befestigen, sehr schön. Können wir den LKW davor setzen. So. Den nicht. Wollen wir jetzt nicht den großen, oder? Genau drunter stehen wahrscheinlich. Ah, jetzt geht's. Okay, Stützen einfallen. So, Stützfüße müssen eingefahren werden, sehr schön. Ja, wie geht denn das noch? Muss ich da aussteigen für? Nö. Herr Hoxton? Hm. Jetzt hat er sein Handy wieder an der Seite liegen. Hinten dran, aber kann ja mal vorkommen. Q&E. Q&E.
Q&A. Also. Jetzt. Ach so. Hm. Jetzt war's. Okay, alles gut. Aber noch einen Hebel daneben. So, dann können wir jetzt mal losfahren. Der Film? Ja, ich fahre den LKW an eine Seite. Ja, hier rein. Man kann auch vorwärts reinfahren. Dann fahre ich lieber einmal nochmal um den Block rum. Ja, fahren Sie einmal um den Block rum. Dann stellen Sie dann auf den Bürgersteig genau vor dem Verkehrsschild hin. Jawohl. Da komme ich dann leichter da dran. Ist einfacher. Meine Güte. Warum fährt er denn nicht mal zurück hier? Ach, alles nur Experten. Ja, da guckst du, ne? Meine Güte. Bist du mit 20 Meter Schuss an? Ja, die sind alle doof. Machen sie dir noch nicht mal Platz hier. Weil ich habe halt jetzt gerade ausprobiert, wenn du vor dem Bau stehst, ne? Dann habe ich den komplett ausgefahren. Und hier, okay. Wenn du dich hier hinstellst, ist der ja mittig. Ah, ich merke. Ah, Herr Ochsen, Sie sind meine Nummer 1, nicht nur, weil Sie gut arbeiten, sondern weil Sie sich auch Gedanken über Sachen machen, die noch gar nicht an dem sind. Was ist damit? Sehr schön. Ja, nee, das finde ich gut, dass Sie schon im Voraus mitdenken. Oh. Was sagt denn jetzt? Oh, die Laternen. Ja, kommen Sie mal ran. Weiter vor. Weiter vor. Weiter. Stopp! Okay. Achso, die Stützfüße. Nee, du sollst sie nicht abhängen. Du musst mal aufmachen. Ich wollte Ihnen übrigens sagen, Herr Hoxton, beim nächsten Mal legen Sie bitte den Hebel wieder in seine Ursprungsstellung zurück. Für die Stützfüße. Ich habe den gesucht wie Hulle. Deshalb hat das jetzt so lange gedauert, verstehen Sie? Ja. Mensch. So. Wie haben wir das denn gemacht? Wir haben das hier auf dem. Hier abgestellt, ne? Hier unten die. Und dann rausgenommen, ne? Die vielleicht noch ein bisschen weiter rüber stehen sollen. Oder aber Sie können das ja so stellen, wie Sie möchten. Sie können das ja vors Haus stellen. Ach so, muss ich die Ladung noch lösen? Nö. So, mal gucken, ob ich das so abhängen kann. Ich nehme mal erst den hinteren raus. Ja. Ob das so geht, ob das so funktioniert. Er macht auch nicht das, was er will. Was er soll, meine ich. Dann müssen wir gießen, dann brauchen wir nochmal Trockenelement und Isoliermaterial. Das könnte ich eigentlich schon besorgen, aber wenn Sie sagen, lieber noch nicht, dann brauchen wir nochmal gießen. Und nochmal gießen. Wir sind nur noch am Gießen jetzt hier. Das wird den Herrn Wilhelm auch gefallen, im Kanal. So, ich stelle die jetzt mal hier an der Seite, damit ich die rausnehmen kann. Na, denken Sie nur dran, dass die Wiese ein bisschen abfällig ist. Ja, okay, das geht.
So, Sie müssen auch die. Sie müssen jetzt lösen. Ja, ich löse. Lösen Sie mal. Nee, nicht den Auflieger. So. Machen Sie mal wieder offen den. Ja, ja, entschuldigen Sie, Herr Hoxton. Nehmen jetzt einfach mal. Oh nein! Machen Sie gut. Soll ich oben aufs Dach gehen? Ja, ja, wir müssen ja gucken, wo es hin soll. Hm. Ach, da muss die hin, okay. Ich komm mal aufs Dach. Da muss die hin. Sehr schön. So, wo sind wir denn da? Hier. Da, wo rot ist. Ich sehe das Rote leider nicht. Ja, noch ein Stückchen nach zur Außenwand. Ja, so, ja, wunderbar. Ein bisschen runterlassen. Ja, runter, runter. Jawohl. Da, perfekt. Ja, perfekt ist anders. Perfekt. Nein, 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 nein. Das war schon super gut. Lass auch gleich die Gestelle draußen einfach, ne? Weil macht ja eh keinen Sinn. Ja. Richtig, die können wir dann so einladen. Wunderbar, das ist hier die Tür von dem Kinderzimmer. Das sind aber eigentlich nur so kleine. Ja, ja, so eine Wohntoilette mit Küche. Ja, ich wollte gerade sagen, hier haben wir ein großes Riesenwohnzimmer, aber hier ist ja schon eine nächste Wohnung. Also viel Wohnplatz haben. Müssen wir mal hier gucken gehen, ob das passt. Ach so, Sie machen jetzt erst den nächsten. Nein, ich nehme ja jetzt einfach die Wände raus da. Ja, okay. Ja, gut. Perfekt. Ja, das wäre jetzt dieselbe Wand gewesen, die Sie da, wo Sie gerade schon. Ja, die wurde mir aber da angezeigt. Dann kann ich hätten. Ach so, okay, alles klar, das sehe ich nicht. Deswegen müssten Sie das eigentlich auch mal machen hier, damit Sie mal sehen, wie das hier eigentlich abläuft. Ja, stimmt. Soll ich das machen? Ja, noch bin ich. Ich mache jetzt das erste und Sie machen das zweite. Ah, ich verstehe. Oh, das wird aber immer besser, ne? Wie sie die Elemente da rausziehen, das ohne. Am Anfang war noch ein bisschen Gerückel. Oh. Und jetzt fluppt das schon so richtig. Ja, fluppen tut jetzt erstmal gar nichts. Da kommt jetzt schon das nächste. Ich denke mal, das ist für die Seite hier. Oder? Nee, doch nicht. Das ist doch hier drüben. Also, es wird dir immer angezeigt in Rot, dann. Ah, okay. Welche Seite du dann machen sollst. Ja, wir haben eine gute Bauingenieurin, die hat uns das gut ausgerechnet. Effektivität, verstehen Sie, Hoxton? Effektivität bestimmt das Handeln. Das hat schon damals der Peter Schilling in seinen Song. Ja, aber gesagt. Irgendwie passt die Wand nicht. Doch, Sie müssen vielleicht muss ich zu drehen. Nein, Sie müssen erstmal zu mir. Ja, drehen sollten Sie die nicht. Nein, sie hätten die nicht drehen müssen. Nein, 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 nein. Zurückdrehen. Mach ich gleich. Ich drehe die eben um wieder. Ja. Weil die passte da nicht rein. Na doch. Komm so ein bisschen nach mir jetzt. Rüber. So, ja. Noch ein Stück. Nee, nicht das andere nach mir. Also nicht in die Tiefe, sondern in die rechts. In die Seite, genau. Und jetzt ein bisschen runter. Nein, da stehe ich auf der Wand. Das geht so nicht. Ich bin vom Gebäude gefallen. Warten Sie, ich komme wieder hoch. Gott, mein Fuß. Gott. Das dauert jetzt ein bisschen, weil ich kann nicht so rennen. Aua, es tut weh. So. Haben Sie denn jetzt schon wieder gemacht? Ich bin vom Gebäude gefallen. Mein Fuß habe ich mir ein bisschen. Da warum jetzt machen Sie das? Ich weiß nicht. Es passte gerade schon. Herr ja, das interessiert mich nicht. Ich möchte das perfekt haben. Bisschen zurück. Leute, ey. Nicht so schwer sein. Weiß nicht.
Schmeiß die einfach da rein. Auch nicht schlecht. Oh, Telefon! Telefon!